Die Sonne scheint auf den Starnberger See. Der alte Audi 80 Streifenwagen der Polizei Wolfratshausen hält auf einer schmalen Straße. Hubert und Staller steigen aus. Suchend schaut Staller sich um. Er ist Mitte 50, groß und schlaksig. Hier muss das irgendwo sein, oder? Mhm. Die Polizisten stapfen durch Unterholz. Krokodil. Da liegt wahrscheinlich irgendein Baumstamm im Wasser. Ja, oder ein Biber. Naja, Biber gibt's keiner im See. Die sind im Fluss, die bauen eine Dämme. Ja, vielleicht hat er sich verschwommen. Ein dicker Mann mit Walkingstöcken kommt. Ja, grüß Gott. Gut, dass Sie da sind. Das Krokodil, das ist immer noch an der gleichen Stelle. Aber ich habe mich nicht getraut, näher ranzugehen. Wo? Da hinten, da. Ja, der kann aber im See seinen Damm ganz genauso bauen. Ein Ast schlägt ihm ins Gesicht. Der Dicke bückt sich unten durch und folgt ihnen ans Seeufer. In einer kleinen Kiesbucht liegt auf einem toten Baumstamm ein Krokodil. Das Reptil trägt ein blaues Brustgeschirr, daran eine Leine. Langsam bückt Hubert sich nach einem Stein. Nein, nicht schmeißen. Wieso? Ja, wenn der mal im Wasser ist. Dann ist er weg. Reglos starrt das Krokodil sie an. Sag mal, lebt der überhaupt noch? Geh mal hier. Ganz vorsichtig nähert Staller sich dem Tier. Es klettert gemächlich vom Stamm. Doch, das Krokodil lebt. Sein Blick schweift zur Seite. Aber er macht mir Sorgen. Dort liegt ein junger Mann mit blutigen Bisswunden, bäuchlings im Kies. Hubert und Staller mit Christian Tramitz als Franz Hubert, dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz, korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht, klein und blond. Das Seeungeheuer. Anja im weißen Overall am Kiesstrand zwischen den Beamten. Hinter ihnen reckt der Dicke den Hals aus dem Dickicht. Das ist ein Kaiman und kein Krokodil. Und wenn ihr den jetzt bitte noch mal zur Seite schaffen würdet. Ja, der Herr Sitter kommt gleich und fängt rein. Aber ihr werdet den Burschen doch zumindest einmal anbinden können, damit er nicht abhaut. Oder habt ihr vielleicht Schiss? Was von dem kleinen Viech da? Ja, wie kommst du denn da drauf? Der Kaiman ist knapp einen Meter lang. Staller angelt nach der Leine. Jede Menge Bisswunden. Und bindet das Tier an eine junge Birke. Yazid kommt mit einem Käfig. Leg mir was. Ein Krokodil. Ein Kaiman. Sag mal, wie willst du den da reinbringen? Na ja, dann Köder dabei und den lege ich in den Käfig rein. Also wenn der Köder das halbe Händel ist, das wüsste der Hansi gerade. Genervt nimmt Yazid Staller die Tüte weg. Bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. So, das Opfer wurde natürlich nicht vom Kaiman getötet, sondern jemand hat ihm einen Schlag auf den Hinterkopf verpasst. Ich schätze mal so vor 3 bis 4 Stunden. Es war also kein tierischer Angriff, sondern eindeutig Mord. Staller hebt dicke Äste auf. Der einzige Zeuge kann nichts aussagen. Das machst du jetzt Lagerfeuer. Ja. Aber vielleicht ist da die Tatwaffe dabei. Auf jeden Fall sind jetzt deine Fingerabdrücke drauf. Ich schaue sie mir trotzdem an. Jawohl, jetzt ist er drin. Und was machen wir jetzt damit? Na, jetzt bringst du ihn in die Reptilienauffangstation. Ja, vielen Dank für den Auftrag. Auf Wiederschauen. Er geht. Sie, gehen Sie mal her da. Der Dicke kommt zu ihm. Kehrt er noch das graue Auto da oben? Nein, ich bin zu Fuß da. Ja, dann haben Sie jetzt Feierabend. Kasperltheater zu Ende. Mit Polizist und Krokodil und der Seppel geht auch nach Haus. Fragend glotzt der Dicke sie an. Ja, komm, schleichte. Und trottet davon. Auf dem Weg zurück biegt Staller einen langen Ast zur Seite und lässt ihn los. Hinter ihm geht Hubert. Pass einmal auf. So mach ich doch, ich hab da hinten keine Augen. Die Polizisten verlassen das Unterholz und kommen zu einem kleinen Parkplatz, auf dem der graue Kombi steht. Hubert späht hinein. Schauen Sie, Transportkäfig. Dann ist das wahrscheinlich das Auto von der Leich. Ja, aber was hat der da wollen? Wollt ihr das Film See aussetzen oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht man einen Halter. Schreib mal das Kennzeichen auf. Staller tastet über seine Jackentaschen und bückt sich zum Schild. TÜL OM 97. Sie steigen gegenüber in ihren Streifenwagen. Im Revier stehen die Polizisten in Girwitz Büro. Also, was ist der Stand der Dinge? Das mit dem Krokodil habe ich schon gehört. Kein Mann. Er greift zum Hörer. Ja. Nein. Nein, kein Kommentar im Moment. Und wer ist das Opfer?
Ja, das kriegt der Riedl gerade für uns raus. Genervt schaut Giovitz zum Telefon. Ich habe doch gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Und das, der Kaiman, der hat das Opfer doch nicht getötet, oder? Nein, das Opfer ist der Schlammmann. Ja. Wenn noch einmal einer einen Anruf durchsetzt, dreh ich durch! Im Vorraum nimmt Sonja ab. Polizeibeauftragte? Nein, kein Krokodil. Ein Kaiman, ja. Keine Bestie. Bitte. Bei Giovitz? Wo waren wir stehen geblieben? Beim Telefon. Geht wieder. So, jetzt kannst du mal rangehen. Schwerfällig beugt sich Riedl zum Hörer. Polizeirevier Wolfertshausen, grüß Gott. Nein, es gibt keine Krokodile im See. Nein, der Polizeirat ist leider nicht zu sprechen. Ja, wiederhören. Zu Hubert und Staller. Wartet mal ganz, ganz kurz. Ich habe den Halter von dem Wagen ausfindig gemacht. Tobias Brunner, 32 Jahre alt, und der hat zusammen mit seinem Bruder Kai Brunner eine Zoohandlung. Hier. Super. Die zwei gehen. Polizei Wolfratshausen. Der Streifenwagen hält vor der Zoohandlung. Die Beamten betreten das große Geschäft. Von hinten kommt ein dunkelhaariger Ende 30 mit einem Karton. Polizeihunde haben wir keine, gell? Humor hat er auf jeden Fall. Sie sind der Herr... Brunner. Ja. Oh, mein Süß. Er beugt sich vor. Rennmäuse. Ja. Und was können die? Rennen. Die haben ganz viele verschiedene Farben da, 20 Euro das Stück. Und die rennen da in meinem Käfig rum. Hansi, das ist doch jetzt vollkommen wurscht. Erhält man die eigentlich allein oder im Pulk? Na, unbedingt zu mehreren. Haben Sie auch Reptilien? Ich habe einen verrückten Bruder mit einem Kaiman. Das langt mir. Schnell dreht Hubert sich weg. Nochmal wegen der Rennmäuse. Ja, komm da, dass gerade der Bruder gestorben ist. Was? Ja, also, mein Bruder, den haben wir leider tot aufgefunden. Und Tobi? Das kann ja gar nicht sein. Ja, um sie, mit seinem Kaiman. Was haben denn die da gemacht? Brunner senkt den Kopf. Der Tobi, der war ganz verrückt nach dem Viech. Der ist immer mit ihm an den See gefahren und dann hat er ihn alleine schwimmen lassen. An der Leine? Wie muss ich das verstehen? Ich meine, das ist ein Wildtier, oder? Aus der Bertie. Hat der Bertie ihm was getan? Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass der gefährlich ist. Wer ist der Bertie? Der Kaiman. Ach so, der Kaiman. Na, der hat ihn erst hinterher oder ein bisschen angeknabbert. Staller hebt den Käfigdeckel. Eine Maus schnuppert an seinem Finger. Gute Fix, jetzt hat er mich bissen da. Wenn sich die Rennmaus bedroht fühlt, dann beißt er einmal zu. Ich hab's doch nicht bedroht. Das ist ja gemeingefährlich. Sowas darf man doch nicht verkaufen. Hansi, das ist doch jetzt vollkommen wurscht. Also, der Bertie ist auf jeden Fall in der Reptilienauffangstation. Sie, das Tier ist mir jetzt echt wurscht. Sonja, kannst du mir bitte überprüfen, ob der Kaiman vom Tobias Brunner ordnungsgemäß angemeldet war? Haben Sie einen Zweitschlüssel für die Wohnung von Ihrem Bruder? Ja, darf ich schon, ja. Dann müsstest du jetzt kurz mitgehen. Ich spann's einen Abend zu. Bedrückt nickt Brunner. Aus einem offenen Glas auf der Theke nimmt sich Staller eine Praline. Das ist eine Hundepraline, gell? Mit vollem Mund glotzt Staller ihn an und geht. Brunner folgt ihm im Revier. Ein Kaiman, genau. Ja, der Besitzer hieß Tobias Brunner. Ja, aber ich möchte jetzt gerne wissen, ob das Tier überhaupt angemeldet war. Riedl und Giovitz kommen in den Vorraum. Bleiben Sie mal kurz in der Leitung. Sie nimmt ein Klapphandy vom Tisch. Ruhe, verdammt! Ich kann so nicht arbeiten, es klingelt hier überall andauernd. Da bin ich wieder. Genau. Ja, wir müssen in unserem Beruf muss man durchgreifen können. Schneiden Sie sich da ruhig mal eine Scheibe von ab. Hm? Okay, dann melden Sie sich bitte. Danke, tschüss. In einem Zimmer liegt eine Matratze am Boden. Ja, sehr komfortabel ist es nicht. Das kann man so sagen. Ja. Hat der Bruder da allein gelebt? Ja, bloß mit dem Berti. Das Zimmer ist nebenan. Wollen Sie? Ja. Staller sitzt in einem großen Terrarium mit hohen Pflanzen in einem Sessel. Ja, da lebt sich für nicht schlecht, da ist kein Mann. Kannst du gleich einziehen? Das Zimmer ist jetzt frei, oder? Staller zieht eine Sardelle unter sich hervor. Schau mal, sehr reinlich sind die aber nicht da. Die Tiere. Ja, immer eine Frage der Erziehung. Abwesend steckt Staller den Fisch in seine Tasche. Sonja? Aha. Gut, vielen Dank. Ja,
Da war angemeldet, der Kaiman, also alles legal. Ja, logisch. Was denken Sie? Gut, also den besten Freund von Ihrem Bruder kennen wir jetzt. Wie schaut's aus mit Feinden? Mei, Feinde? Na. Die Anke war neulich bei uns im Geschäft. Ist die Ex-Freundin von Tobi. Da haben's gestritten, aber sonst. Und was ist da gegangen? Ich hab mich da ganz diskret zurückgezogen. Hab bloß noch was gehört von Leben versaut, sowas. Mhm. Und wo findet man die Anke? Der hat schon einen neuen Freund. Der hat das Schuhgeschäft am Untermarkt. Tja, haben Sie. Auf ins Schuhgeschäft. Brunner sieht den Polizisten nach und trommelt mit den Fingern auf das Geländer des Terrariums. In einem Schuhgeschäft wirft Hubert lässig einen hellroten High Heel in die Luft und fängt ihn wieder. Geschenk. Ein kleiner, dunkelhaariger Mann. Grüß Gott. Hallo. Kann ich behilflich sein? Ja, wir suchen eine Frau Anke Lehmbach. Ja, die Anke ist gerade im Lager hinten. Wie? Die arbeitet da? Worum geht's denn? Vielleicht kann ich ja helfen. Wer sind Sie? Gerd Obermeier, ich bin der Inhaber. Ah, das ist der neue Lebensgefährte. Ja, der Nachfolger vom Tobias Brunner. Ja, wollen Sie sich jetzt über Ankes Ex-Freund mit mir unterhalten, oder was? Na, das brauchen wir eigentlich nicht. Der ist nämlich schon tot. Obermeier starrt sie an. Ach so. Ja, dann werde ich die Anke schnell mal holen, gell? Mhm. Obermeier geht nach hinten. Staller greift du? Auf einen Stapel Kartons. So ein paar Hausschuhe, die könnte ich eigentlich brauchen. Spinnst du das? So viel ist klar. Das weiß ich doch. Also ich glaube nicht, dass die da Übergrößen haben. Unten aus dem Stapel zieht Staller einen Karton heraus. 46, ja. Obermeier kommt mit einer blonden Frau zurück. Hallo, der Kollege interessiert sich für Hausschuhe. Ist es wahr, der Tobias ist tot? Ja, kann man so sagen. Ne? Wie ist es denn passiert? Ja, schau, den hat einer loswerden wollen und hat ihn erschlagen. Erschlagen? Ja. Wann haben Sie Ihren Ex-Freund das letzte Mal gesehen? Also, das ist schon lange her, das weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, so lange ist das noch nicht her. Vor kurzem waren Sie noch bei ihm in der Zuhandlung. Anke schaut ihren Freund an. Ach so, das. Ja, das habe ich völlig vergessen. Was haben Sie denn da gewollt von ihm? Ich wollte mir das Geld zurückholen, was er mir noch geschuldet hat. Wie viel Geld waren das? 500. Und heute in der Früh, zwischen 6 und 9? Ja, da war ich joggen, so wie jeden Morgen. So lang? Können Sie das bestätigen, Herr Obermeier? Joggen, ja. Sie war gerade unter der Dusche, als ich mich ins Geschäft aufgemacht habe. Wissen Sie, ich bin immer gerne schon ein bisschen früher da. Kann das sein, dass Sie da beim Joggen eine Pause gemacht haben und Ihrem Ex-Freund eins über den Schädel gehabt? Was? Wie kommen Sie denn darauf? Sie streicht sich kurz über den Nacken. Die Hausschuhe hätte ich gern mitnehmen, Größe 46. In der Bäckerei Rattlinger stützt sich Staller auf einen Stehtisch. Sein Zeigefinger ist in ein Stofftaschentuch gewickelt. Was hast du denn da gemacht? Bisswunde. Warst schon beim Arzt? Mit so einem Hundebiss ist wäre nicht zu spaßen. Das war eine Rennmaus. Was? Eine Rennmaus hat ihn bissen. Okay, was spielst du denn das jetzt schon wieder so runter? Da hast du vollkommen recht. Also wenn du Hilfe brauchst, dann sagst mir Bescheid. Ich glaube, da braucht eher die Maushilfe. Apropos Biss. Dieses Krokodil. Kein Mann. Das soll ja fast 2 Meter lang gewesen sein. Ah, das weißt du schon wieder. Sabrina lächelt. 2 Meter, das langt gar nicht. Das waren mindestens 3, oder, Hansi? Ja, ja. Du musst dir vorstellen, das Viech hat sich in dem Mann regelrecht festgebissen. Totgebissen. Das ist eine richtige gepanzerte Kampfmaschine. Und deswegen heißt es jetzt Rambo. Übrigens, morgen Nachmittag habe ich ausnahmsweise geschlossen. Wieso? Ich habe Geburtstag. Ah. Cool. Die Polizisten gehen. Cool. In der Pathologie bemerkt Anja Stallers verbundenen Finger. Was ist denn mit dir passiert? Biss. Warst du im Krankenhaus? Jetzt das muss ich untersuchen lassen. Zeig mal her, so ein Biss von einem Kaiman ist vernäht ohne. Vorsichtig zieht sie das Taschentuch ab. Da ist ja nix. War bloß eine Rennmaus. Ja, aber aggressive. Auf die Größe kommst du da nicht an. Hubert nimmt einen der Äste. Sonst noch irgendwelche Ergebnisse? Ja, also die waren's nicht. Ich kann die Mordwaffe jetzt aber präzisieren. Es war ein metallener Gegenstand. Grün lackiert. Ich habe Partikel vom Lack am Brunners Kopf gefunden. Grün? Da war's ja vielleicht doch ein Krokodil. Sehr witzig, weil der Kaiman dem Brunner von hinten an den Kopf gesprungen ist, oder warum? Auf jeden Fall eine gute Geschichte. Kann ich jetzt weitermachen? Klar. Der Mörder muss ihn von hinten überrascht und mit einem Schlag tödlich getroffen haben. Brunner scheint sich nicht gewehrt zu haben. Ich konnte nämlich keine Kratzspuren oder Partikeln unter den Fingernägeln finden. Er war wahrscheinlich sofort tot. Und was ist mit den Bisswunden?
stammen vom Kaiman, sind aber, wie schon gesagt, erst nach dem Tod des Opfers entstanden. Postmortal. Durch das Unterholz am See folgen die Beamten Yazid. Der lässt einen Metalldetektor knapp über dem Boden schweben. Hört sich schon was. Ich hab keine Ahnung, ich hab da das auch noch nicht gemacht. Hast du gesagt, du kennst dich aus damit? Ja, mit der Beschaffung, aber doch nicht mit der Bedienung. Er hält den langen Stab und pendelt mit der tellerförmigen Suchspule über trockenes Laub. Okay, Yazid, das kann doch gar nicht sein. Ungeduldig nimmt ihm Staller Kopfhörer und Detektor ab und sucht konzentriert weiter. Ah, siehst du es? Flott das schon aus. Da. Ruhig hält er die Suchspule über den Boden. Yazid und Hubert wühlen im Laub. Super, Hansi. Ja, Glück sind. Du kannst aber kaum einen Schädel einschlagen damit, ne? Hubert nimmt ihm Kopfhörer und Detektor ab und geht voran. Mit der Schulter biegt er einen dünnen Ast weg. Yazid hebt den Ast an, Staller bückt sich darunter durch. Sie erreichen die kleine Kiesbucht. Hubert hebt ein Metallteil hoch und schleudert es weg. Sag mal, von Umwelt hast du auch noch nichts gehört, oder? Jetzt haben wir einen rostigen Nagel. Eine Gabel. Richtig, und 4,21 € geschürft. Also wenn wir so weitermachen, dann können wir beim Kierwitz kündigen. Aber die Tatwaffe scheint eindeutig nicht rumzuliegen, oder? Ja, können wir die Aktion abblasen. 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 Staller hebt eine silberne Kette mit Anhänger auf und steckt sie ein. Im Girwitz Büro. Vor ihm liegt ein Stapel Zeitungen. Diese Kaiman-Geschichte ist inzwischen Thema Nummer 1 in ganz Deutschland. Wie damals bei diesem Visa noch? Sammy. Ja, Sammy. Unser Kaiman heißt jetzt Rambo in der Presse. Naja, so Spitznamen sind immer blöd. Also Hansi, Hupsi, Österschmann. Im Übrigen, besonders häufig wird die Inhaberin der Bäckerei Rattlinger zitiert. Hm? Ein Ungeheuer, 2 Meter lang, Bisswunden am Körper der Leiche. Können Sie denn nicht mehr sagen, dass sie ihre Übertreibungen lassen soll? Hm? Wir sollten mal schön bei den Fakten bleiben. Ja, wir wollten sowieso da noch mal vorbei. Ja, schon wegen am Kaffee. Ach, während der Arbeitszeit. Hm? Sie wissen schon, dass momentan alle Augen auf Sie und Ihre Arbeit gerichtet sind. Hm? Das heißt, Sie sollten schnell und zielsicher vorgehen und vor allen Dingen keine Pannen bei der Ermittlung. Ist das klar? Ist klar. Ja, ist klar. Ja, dann los, hopp, hopp, hopp. Die Polizisten gehen. Nein, keine Bestie. Bitte. Rambo. Er zeigt 1 Meter in der Bäckerei Rattlinger. Sag mal, Sabrina, was erzählst du da in der Zeitung für einen Schmarrn über das Krokodil? Keimer. Ist ja vollkommen wurscht. Auf jeden Fall war das Vieh nicht einmal einen 1/2 Meter lang. Ja, der Berti. Und beißen tut das gar nicht. Ja, der hat noch nicht einmal das Händel angerührt. Wieso? Ihr habt's mir doch erzählt. Wir haben gar nichts erzählt. Du musst echt aufpassen, was du da in der Presse von dir gibst. Moment einmal. Die sind hierher gekommen und haben ganz harmlos ihre Wurstsemmeln gegessen. Wenn ich gewusst hätte, dass die von der Presse sind, hätte ich denen doch nichts erzählt. Ja, das ist ja ganz eine hinterhältige Bagage da, die Pressefutzes. Ja, wenn's nur das wäre. Alle kommen immer her und heulen sich bei mir aus. Aber keine Sau interessiert sich für mich. Alle, die heute schon da waren, haben mir nicht zum Geburtstag gratuliert. Selbst meine beste Freundin nicht. Betreten sehen Hubert und Staller sich an. Wir nicht, liebe Sabrina. Er greift in seine Tasche. Herzlichen Glückwunsch. Na, das glaube ich jetzt nicht. Und legt ihr den Kettenanhänger in die Hand. Ach, jetzt bin ich ganz sprachlos. Mei, und dann ist das auch nur so wunderschön. Na ja, weißt, zum Geburtstag, da darf man nicht genau sein. Jetzt müssen wir los. Schön, dass da wart. Glücklich lächelnd hält sie sich den silbernen Anhänger ins Dekolleté. An einem großen Ring hängt eine silberne Feder. Im Streifenwagen. So ein kleines Geschenk, ein bisschen Lächeln dazu, da sind die Frauen glücklich. Dann ist das Geschenk zu groß, zu klein, zu teuer, zu billig, dann nützt der eigentlich Grinse gar nichts. Brunner telefoniert in seinem Büro. Vor ihm Teppichmuster. Ja, genau so machen wir's, gell? Gut, servus. Entschuldigung, ich hab noch telefonieren müssen. Gibt's was Neues wegen dem Tobi? Nein, diesmal geht's um den Berti. Ja, also die von der Auffangstation, die fragen, ob sie ihn weitervermitteln dürfen. Ja, logisch. Bin ja froh, wenn ich mich nicht kümmern muss. Schau, Hupsi, da, Australien. Er zeigt auf Fotos an der Wand. Mann, das ist der Monte Baldo, das ist am Gardasee drunter. Sieh, das ist der Tafelberg in Südafrika, gell? Siehst du das? Ah, Teppich wird da renoviert. Ja, hat man einen Hof gekauft. Ah, alter Hof und Teppich. Wo ist denn der? Bachhausen. Entschuldigung, wo könnte ich... Er muss bisseln. So? Ja, Flur, 2. Tür. Merci. Hubert wirft die Teppichmuster zurück auf den Tisch. Im Flur öffnet Staller eine Tür. Dahinter ein Abstellraum mit einem Kellerregal.
Auf den Brettern stehen übereinander drei beleuchtete Terrarien. Darin bewegen sich Echsen. Im Büro. Herr Brunner, ich hab gemeint, Sie mögen gar keine Reptilien. Ja. Ja, was sind denn die für drei Echsen? Wo? Ja, in der Besenkammer. Ach so, die kennen einen Freund. Der ist im Urlaub, da passe ich drauf auf. Ist aber nett. Ja. Im Dienstzimmer steht Staller am Fenster. Er leckt hinten über ein Gummibärchen und ein Gummikrokodil und klebt beide an die Scheibe. Daneben pappen blaue Gummihaie in einem Oval. Was machst denn du da, Hansi? Wonach schaut's denn aus? Du, die schaut aus, als ob ein uralter Polizist Plastikviecher an die Scheiben hinpappt. Das ist der Starnberger See. Aha. Tobias Brunner. Er zeigt auf den Gummibär. Mit seinem Reptil. Der Tobias Brunner ist aber nicht direkt am See erschlagen worden, sondern weiter oben. Das heißt, er muss gerade auf dem Weg zum See gewesen sein. Wieso? Ja, weil er von hinten erschlagen worden ist. Ja, vielleicht hat er sich einfach nur umgedreht. Geh weiter, jetzt machst du nicht so kompliziert. Gut. Die Frage ist doch, warum war jetzt der Mörder auch am See? Er klebt ein weißes Gummibärchen dazu. Vielleicht war er mit dem Brunner verabredet? Der Bruder von dem, der Kai Brunner. Er hat doch gesagt, dass der regelmäßig da sein Krokodil hat schwimmen lassen. Na, was heißt in dem Fall regelmäßig? Ja, vielleicht immer am gleichen Wochentag oder zur gleichen Uhrzeit. Ja, also gehen wir davon aus, dass der Brunner seinen Mörder gekannt hat. Staller futtert das Krokodil. Jetzt hast du den letzten Zeugen zusammengefressen. Girwitz kommt. Sag mal, Staller, sind wir hier im Kindergarten oder was? Sie entfernen jetzt sofort diese infantile Sauerei von der Scheibe. Sofort! Was wollt ihr nochmal? Ach so, ja. Seeanwohner haben sich beschwert. Der Tatort ist zugeparkt und überlaufen. Sie kümmern sich drum, ja? Er geht. Staller wirft Hubert einen Gummihai zu. Boah. Auf dem kleinen Parkplatz schlängeln sich die Polizisten zwischen abgestellten Autos hindurch. Hubert marschiert vorneweg durchs Unterholz. Vor einem schmalen Ast, der quer über dem Weg hängt, hebt er ein Bein und tritt den Ast herunter. Staller tippt sich an die Stirn. In der Kiesbucht steht Yazid vor vier Leuten, die jeweils einen Metalldetektor halten. So, Herrschaften, dann bitte alle die Geräte einschalten. Geräte eingeschaltet, so, und jetzt ganz sensibel knapp über dem Boden kreisen lassen. Die Polizisten kommen. Kreisen lassen. Yazid? Ja. Was machst du da? Goldgräberkurs? Ja, du weißt schon, dass dieser Tatort ist. Ja, aber wenn es nicht eingezäunt ist, ist es auch kein Tatort. Sind das eure Autos da oben? Ich sag's bloß, weil die werden gerade abgeschleppt. Na super. Vielen Dank. Jetzt habt ihr mal einen Kurs zusammengehauen, oder? Ein gescheiter Goldgräber kommt sowieso und fährt daher. Völlig unauthentisch. Genervt wendet Yazid sich ab und äfft das Genörgel der beiden nach. In einem Wald nähert sich der Streifenwagen auf einem holprigen Feldweg und hält vor einem Tor. Für die Stoßdämpfer ist das natürlich Gift. Ja, muss man halt die Fahrweise ein bisschen anpassen. Sie passieren das offene Tor und gehen auf ein großes Holzhaus mit Spitzdach zu. An der Hintertür rüttelt Staller an der Klinke und hält sie in der Hand. Alles abgesperrt. Ein nettes Anwesen hat er, unser Herr Brunner. Gegen das Loch von seinem Bruder? Na, dir hat es doch gefallen. Ja, war ein krokodilgerecht. Jetzt einmal ohne Schmarrn. So was kostet der Haufen Geld. Dann noch die ganzen Fernreisen. Den lassen wir erst einmal nicht aus die Finger. In der Zoohandlung Brunner zu einer Frau mit Tochter. So, dann viel Spaß mit dem Kaninchen. Danke. Und bis bald. Wiederschauen. Wiedersehen. Die Polizisten kommen. Vorsicht mit dem Salat aus dem Kühlschrank. Da kriegst du Durchfall. Ja, mein Kaninchen ist mir deswegen eingegangen. Hast du ein Kaninchen gehabt? Ja, mit 7. Wilfried hat der geheißen. Wilfried. Ja, damit ich das lernen mit der Verantwortung übernehmen. Ist aber dann trotzdem gestorben. Sie, Entschuldigung. Ah, Herr Brunner. Ja, wir haben uns Ihren Hof angeschaut. Da haben Sie ja kräftig investiert, ne? Wie werden das alles finanziert? Nein. Über die Bank? Ja, das glaubt man gar nicht, dass ein Laden so viel Geld abwirft, ne? Sieht der Laden läuft gut. Wir haben auch die einzige Zuhandlung hier in der Gegend. Was kostet so ein Kaninchen? 30 Euro. Wow. Wenn wir so eine ganze Population verkauft haben, oder ist bei Ihnen das Tierfutter so teuer? Geh Vorsicht bitte. Er nimmt Hubert eine Kleintierschaukel ab. Das läuft alles übers Zubehör, stimmt. Herr Brunner, war das eigentlich immer mittwochs? Was? Was? Ja, dass sein Bruder da das Kaimandings da schwimmen lässt. Ja, jetzt, wo Sie sagen, fällt's mir auf.
Der Tobi ist immer Mittwoch noch vor der Arbeit mit Berti zum See gefahren, stimmt? Mhm. Ist ja vielleicht noch was aufgefallen. Ja, mir ist noch was aufgefallen. Am Tag, bevor der Tobi gestorben ist, ist hier so ein Typ ins Geschäft gekommen und hat erst so getan, als wollte er ein Meerschweinchen kaufen. Ist jetzt auch wurscht. Und dann wollte er mit dem Tobi unter vier Augen reden. Ja, uns hat er das gemacht. Ja, sind rausgegangen, haben richtig heftig diskutiert, ist er wieder weggefahren. Was ging's da bei der Diskussion? Wollte den Tobi noch fragen, hab ich dann vergessen. Schade. Stimmt. War das vielleicht so ein kleiner, dunkelhaariger? Ja, so ein Drahtiger war das. Die zwei Beamten marschieren auf Obermeiers Schuhgeschäft zu. Davor ordnet Anke Schuhe in einem Gestell. Ja, Frau Lehmbach, da sind wir schon wieder. Der Tobias Brunner. Hat der eigentlich zu ihrer Zeit auch schon jeden Mittwoch in der Früh seinen Kaiman im See schwimmen lassen? Kann schon sein. Ich kann mich aber nicht an den Tag erinnern. Da leben sie jahrelang mit einem Menschen zusammen und kennen seine Gewohnheiten nicht. Ich hab beim Kollegen schon nach 3 Tagen gewusst, dass er nicht Autofahren kann. Getroffen sieht Staller ihn an. Im Schuhgeschäft. Was soll das immer mit meinem Auto fahren? Hansi, du weißt doch selber, dass du nicht besonders fährst. Ja, aber doch nicht da vor der Klientel. Was denn für ein Gott? Obermeier. Waren Sie am Tag vor dem Mord in der Zuhandlung und haben sich nach einem Meerschweinchen erkundigt? Oder hat unser Zeuge der Vater aber gar nicht gehabt? Streng schaut Hubert ihn an. Obermeier senkt den Blick. Ja, gut. Und setzt sich. Ich war in der Zuhandlung. Mir ist halt aufgefallen, dass die Anke in letzter Zeit immer heimlich telefoniert hat. Und da habe ich auf ihrem Handy die Wahlwiederholung gedrückt und da war die Zuhandlung dran. Ich bin dann hingefahren und habe diesem Tobias Brunner meine Meinung. Also ich habe ihn gebeten, die Anke bitte schön in Ruhe zu lassen. Und dann bin ich heimgefahren. Und haben auf einen günstigen Augenblick gewartet und haben ihn dann am See endgültig aus dem Weg geräumt. So ein Blödsinn. Freilich nicht. Haben Sie Angst gehabt, dass da noch was läuft zwischen der Anke und dem Herrn Brunner? Nein. Sie war schwanger von ihm und er hat sie dazu gedrängt, das Kind abzutreiben. Weil ihm sein blödes Krokodil wichtiger war. Und danach, das kann ich Ihnen versichern, war die Zuneigung von Ankes Seite auf jeden Fall erloschen. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wer hat jetzt da wen verlassen? Ja, eher sie. Er hat sie nach der Abtreibung einfach sitzen lassen. Hat das Fräulein Lehmbach Ihnen gegenüber zufällig mal erwähnt, dass der Tobias Brunner jeden Mittwoch früh mit seinem Reptil im Starnberger See baden geht? Nein, davon weiß ich nichts. Er steht auf. Hören Sie, ich würde Sie bitten, die Anke nicht unnötig aufzuregen. Sie hat sich gerade im Krankenhaus eine Operation unterziehen müssen. Was hat's denn gehabt? Eine Frauengeschichte. Die Polizisten gehen durch einen Krankenhausgang. Eine Krankenschwester schiebt ein Bettchen mit einem Säugling auf sie zu. Vielleicht hätte man doch besser die Sonja geschickt. Was nicht so gynäkologische Themen. Wir lassen uns ja nicht einweisen, wir stellen nur ein paar Fragen. Ja. Ah, Gott, was haben wir denn da für einen kleinen Zwackelmann? Sind Sie beruflich oder als Väter da? Beruflich, oder? Wie ist der Vater, Hansi? Wüsste es nicht. Schwester Angelika, dürft mir Sie vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Wir bräuchten die Krankenakte von einer gewissen Anke Lehmbach. Tut mir leid, da kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Ja, das verstehe ich schon. Also unter normalen Umständen, aber in dem Fall, da geht's um Mord. Das kann ich nicht machen. Das fällt unter das Arztgeheimnis. Das heißt aber Arztgeheimnis, nicht Krankenschwesterngeheimnis. Ich muss jetzt den Kleinen wickeln. Ja, das ist bestimmt stressig, gell? Wenn die alle auf einmal losbrüllen, die kleinen Patienten. Ja, da ist schon ganz schön was los, aber wir sind ja meistens zu dritt auf der Station. Und Sie selber, haben Sie auch Kinder? Ja, 2 Töchter, die sind aber schon aus dem Wickelalter raus. Was, so große Töchter? Ja, sie schauen ja viel jünger aus. Also Sie holen jetzt die Krankenakte oder wir nehmen Sie in Beugehaft. Schwester Angelikas geschmeicheltes Lächeln verschwindet. Ernst sehen die Polizisten sie an. Sie geht. Ich versuche da gerade persönliche Ebene daher zu spielen. So geht's schneller. Hubert folgt ihr in ein kleines Zimmer. Dort knallt sie eine Akte auf den Tisch und kommt zum Säugling zurück. Dicht. Ohne Staller zu beachten, greift sie nach dem Bettchen und schiebt es davon. Im Schuhgeschäft probiert Sabrina 2 verschiedene bunte High Heels an. Ah, ihr kommt ja wie gerufen. Links oder rechts? Anders Geschäft. Sie trägt den Federanhänger. Links ist immer gut. Sie nimmt einen Schuh mit Plateausohle. Dann nehme ich vielleicht doch lieber den. Hast du deine Firma, die schwarzen? Ja, die vier. Scott. Obermeier und Anke schauen hoch. Frau Lehmbach, es geht um Ihren Krankenhausaufenthalt. Das ist natürlich furchtbar, wenn man keine Kinder mehr kriegen kann. Sie dreht sich zu ihrem Freund. Ich konnte es dir einfach nicht sagen. Naja, der Herr Brunner hat sie ja damals quasi zur Abtreibung gezwungen. Ja, und dann haben sie unterschlagen, verständlicherweise. Nein,
Ich meine, ich war natürlich wütend auf ihn, aber deswegen habe ich ihn noch nicht gleich umgebracht. Entschuldigung, haben Sie den zufällig in der 39 da? Zu Anke? Das gibt's ja nicht. Wir haben ja genau die gleiche Kette. Also, meine haben mir zwei sehr liebe Freunde zum Geburtstag geschenkt. Wo haben Sie ihre her? Den habe ich ihr geschenkt, nachdem sie die alte verloren hat. Ja, ja, wir haben's gefunden. Sabrina starrt ihn an. Wie gefunden? Ja, drunten am See, gleich neben der Leiche. Komm aber von Herzen. Verletzt zieht Sabrina zu ihm. Vollmach. Er zieht sie am Arm weg. Staller bückt sich nach einem dunkelgrünen Stiefelknecht. Ist konfisziert. Auch er geht. Traurig greift Sabrina nach ihrem Anhänger. Der Streifenwagen fährt durch die Wolfratshauser Innenstadt. Mit gesenktem Kopf sitzt Anke auf der Rückbank. Das ist aber jetzt richtig in die Hose gegangen. Ne? Ja. So ein Geburtstag ist halt nicht immer ein Glückstag. Hallo, hallo. Sie müssen da gar nicht so dicht dran. Wie? Ja, ja, ich bin schon dran, hallo. Hubert ins Funkgerät. Im Vorraum. Jetzt gehen Sie doch mal dran. Ja, ich bin dran. Nein, nicht Sie, Sonja. Polizei Wolfratshausen? Nein, der Rambo, der ist noch in der Auffangstation. Wir haben hier immer noch Telefonterror. Ich verlange, dass der Fall sofort aufgeklärt wird. Ja, ja, ich sag, wir sind dran. Das stimmt doch gar nicht. Wie? Ich hier mit dem Anrufer nicht. Ah ja. Spinn komplett. In der Pathologie. Staller stürmt herein, den Stiefelknecht mit einem Taschentuch haltend. Wie aufmerksam, vielen Dank, aber ich trage heute keine Stiefel. Nein, das ist die Mordwaffe. Ich brauche bloß noch einen endgültigen Beweis vom Labor. Ja? Und zwar so schnell wie möglich. Ja, aber ist gleich da bleiben und aufs Ergebnis warten. Der Hupsi sitzt draußen mit der Verdächtigen im Auto. Wir sind auf dem Weg zum Verhör. Staller, magst du mir das Beweismittel nicht vielleicht doch besser da lassen? Der kommt von der Tür zurück und legt Anja das Metallteil. Bin schon weg. Auf ihre rasch ausgestreckten Unterarme. Im Verhörraum. Ja, Frau Limbach, nimmst du bitte Platz. Girwitz kommt dazu. Ich führe das Verhör selber durch, damit hier mal was vorwärts geht. Die Polizisten stellen sich hinter ihn. Was haben wir? Ja. Hubert beugt sich vor. Sie war ursprünglich mit dem Tobias Brunner zusammen. Dann mit dem Gerd hat den Bärte nicht gemacht. Dann war sie vom Tobias schwanger und das hat der Gerd nicht gemacht. Und deswegen hat es abtreiben lassen und kann seitdem keine Kinder mehr kriegen. Außerdem haben wir die Tatwaffe. Zu 99%. Also, die wird gerade untersucht. Sie richten sich wieder auf. Ja, also warum haben Sie das Kind vom Berti abgetrieben? Berti. Tobias. Vom Tobias natürlich, ja. Er wollte, dass ich abtreibe. Ich habe das nur gemacht, weil ich ihn nicht verlieren wollte. Und dann hat er mich einfach sitzen gelassen. Tja. Mord aus verletzter Liebe, verstehe ich. Und deshalb sind Sie dem Gerd und dem Tobias an den See gefolgt, ne? Der Gerd war auch am See? Nein, Tobias und der Berti waren am See. Ja, und wo war der Gerd? Ich dachte, der wäre ein Geschäft. Ist der Gerd jetzt auch verdächtig? Nein. Uns interessiert momentan nur, warum Sie und der Tobias jetzt keine Kinder mehr kriegen können. Wie, der Tobias? Der Gerd. Ach, Sie und der Gerd, klar. Also, ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Ja, und warum waren Sie dann am Tatort? Hä? Also jetzt noch mal von vorne, ja? Ja. Ich bin zum Tobias nach Hause gefahren, weil ich noch mal mit ihm reden wollte. Es hat mich einfach wütend gemacht, weil er meine Vorwürfe überhaupt nicht hören wollte. Ich meine, er wollte, dass ich abtreibe und dann hat er mich einfach sitzen gelassen. Ja, und dann, was war dann? Dann habe ich ihn vor seiner Wohnung wegfahren sehen, bin ihm gefolgt und dann habe ich erst am See kapiert, dass er mal wieder seinen Kaiman schwimmen lassen will. Das ist der Gerti. Ja. Und dann, weiter? Dann habe ich ihn zur Rede gestellt. Dann kam es zum Streit und dann, ich habe ihm dann eine runtergehauen. Ja, da haben wir es doch. Nein, es war nur eine Ohrfeige. Fragen Sie mir nach einer Kette. Ja, und was war mit der Kette? Die Kette, die hat er mir vom Hals gerissen. Ich bin dann weggelaufen, mehr weiß ich nicht. Jetzt aber Schluss mit der Märchenstunde. Schließlich haben wir die Tatwaffe. Das wird uns gleich auch noch bestätigt werden, ja. Das ist doch völlig absurd. Warum sollte ich denn einen alten Stiefelknecht mit zum See nehmen? Mit einem Hammer hätten Sie auch mitnehmen müssen. Ja. Eine Brechstange. Ja. Ja, ist Tatwaffe. Entschuldigung, die Ergebnisse der Pathologie sind da. Also am Stiefelknecht sind haufenweise Schweißspuren, aber nichts vom Blut. Und die Farbe des Lacks stimmt nicht mit den Partikeln am Brunners Kopf überein. Ja. Im Flur zu den Polizisten. 99%, dass ich nicht lache.
Sehe ich das richtig? Wir stehen wieder bei null und haben nicht die geringste Ahnung, wer diesen Wunder? Ja, auf dem Gewissen hat. Ja, gut, wenn man es genau nimmt, ja, da haben Sie ja recht. Ja, keine Pannen, hatte ich gesagt, keine Pannen. Zur Strafe werden Sie jetzt das Verhör alleine weiterführen. Klar? Das ist vielleicht doch besser so. Was? Nix. Hubert und Staller kommen in den Verhörraum zurück. So, Kai Brunner, der Bruder von Tobias, wie gut kennen Sie den? Ja, die hatten halt einen Laden zusammen. Und was ist das für ein Typ? Ja, der ist anders als Tobias. Der Kai, der hat zum Beispiel nie verstanden, dass der Tobias diesen Kaiman so geliebt hat. Für ihn waren Tiere reine Verkaufsware. Gibt's da einen Freund, der drei Echsen hat? Was? Ja, auf die der Kai Brunner mal aufpasst. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Kai würde nie auf die Tiere anderer Leute aufpassen. Also manchmal im Geschäft, da hat man ihn schon drum gebeten, aber er hat immer abgelehnt. Der wollte sich nicht auch noch in seiner Freizeit um andere Tiere kümmern müssen. Gut. Resolut steht Anke auf und geht zur Tür. Hubert nickt ihr zu. Im Vorraum sitzt Riedel neben Sonja, die Unterlagen sichtet. Hubert, Staller? Ja. Riedel liest Zeitung. Hier ist der Finanzüberblick von Kai Brunner. Nichts Auffälliges. Der hat einen Kredit für sein Haus aufgenommen, den er ganz brav abzahlt. Geht's immer noch um das Pläde-Krokodil? Ja. Jetzt schreibst darüber, wie viele Reptilien in deutschen Haushalten gehalten werden, obwohl man die viel besser als Handtaschen verkaufen könnte. Ja. Und außerdem schreibst du darüber, über den Schmuggel an deutschen Flughäfen. Was? Ja, Tierschmuggel. Da stopfen manche Leute anscheinend wirklich die Koffer voll mit den exotischen Viechern und verkaufen sie weiter. Aha, jetzt verstehe ich das mit den Reisebildern da beim Kai Brunner. Ja, vielleicht hat der einmal so ein paar Exemplare im Koffer, wenn er wieder heimkommt. Da kann man dann gut sein Haus abbezahlen. Der Streifenwagen hält vor der Zuhandlung. Auf der Rückbank sitzen Riedel und Sonja in Zivil. Riedel trägt einen Pulli mit blau-weiß-grauen Streifen. Und Riddle, was sagst du jetzt? Wir sind große Reptilienfans. Wir wollen ein Lego ankaufen. Und wenn sie keinen haben, dann nehmen wir zwei Echsen. Super. Dann los. Sie steigen aus. Sonja ist Mitte 30 und schlank. Ihr blonder, langer Pferdeschwanz wippt über einem blauen Pulli. Dazu trägt sie enge Jeans. Riddle ist Anfang 30 und mollig. Sie betreten den Laden. Hallo? Grüß Gott. Wir sind große Reptilienfans. Wir wollen einen Leguan kaufen und wenn Sie keinen haben... Wir interessieren uns für einen Leguan. Also wir möchten so einen eigenen echten Leguan haben. Wir haben schon ganz viele Bücher gelesen, also wir wissen über dieses Tier bestens Bescheid. Und jetzt haben wir entschlossen, wir möchten gerne so einen eigenen Leguan haben. Können Sie uns da helfen? Na, Reptilien habe ich keine. Ah, okay. Wir dachten, dass wir bei Ihnen in den richtigen Händen sind. Singsittich hätte ich da. Ganz frisch reingekommen, mit Voliere. Nee. Lemminge. Ganz gesellige Tiere. 4 Stück könnte ich Ihnen geben für, sagen wir mal... Ach, Lemminge. Das sind doch die Viecher, die sich immer die Klippen runterstürzen, oder? Ja, immer schön einen Käfig zu lassen. Wie schauen denn die aus? Entschuldigung, es ist ganz nett, aber mein Mann und ich, wir wollen tatsächlich nur einen Leguan. Ja, es tut mir leid. Fragen zieht Riedel zu Sonja. Schade. Naja, vielleicht kriegen Sie ja irgendwann nochmal einen Leguan rein. Wiederschauen. Riedel stapft davon. Wiedersehen. Moment einmal. Ja? Brunner tritt dicht zu ihr. Für 600 Euro plus Terrarium könnte ich Ihnen einen besorgen. Echt? Riedel kommt zurück. Das ist ja toll. Toll? Brunner sieht zu ihm. Unsicher lächelt Riedel. Komm jetzt heute Abend um 7 vorbei, dann ist er da. Okay, heute Abend 7 Uhr hier. Ganz genau. Super. Servus. Tschüss. Danke. Bitte. Sonja stößt Riedel an, die beiden gehen. Leicht kopfschüttelnd schaut Brunner ihnen nach. Draußen kommen Sonja und Riedel auf den Streifenwagen zu. Riedel reckt beide Daumen hoch. Ach, so ein Depp, der hätte ja gleich mit der Uniform da reinlatschen können. Ach. Hubert macht eine wegwerfende Handbewegung. So, heute Abend, 7 Uhr, ist hier die Übergabe. Ja, das wundert mich jetzt, dass der das geschluckt hat. Ihr zwei, da als Ehepaar. Sag mal, Riedel, den Pullover hat da die Mama rausgelegt, oder? Der Querstreifen, der macht auch nicht gerade schlank. Ihr solltet vielleicht mal schauen, wo der Typ diesen Leguan herzaubert. Na ja, machen wir schon. Und was habt ihr noch so vor? Mission erfüllt, wir gehen was essen. Genau. Die beiden steigen wieder aus. In der Bäckerei Rattlinger. Vor der Obst- und Gemüseauslage linst Staller um eine Säule. Gefolgt von Hubert kommt er langsam auf die Backtheke zu, hinter der Sabrina Gläser in ein Regal sortiert.
Sabrina, das ist jetzt wirklich blöd gelaufen, aber wir haben halt gedacht, dass... Nein, nicht wir, du an sich. Sabrina trägt eine goldene Kette. Ja, ich wollte halt eine Freude machen, weil du gesagt hast... Schon gut, schwamm drüber. Ja, so einen schönen Glückssinn hätte ich noch. Nein, ist vielleicht der Schmand. Also das mit dem Schenken, das lassen wir lieber in Zukunft. Das ist aber schwer bei Frauen. Gut, ja, die Zoohandlung ruft. Ja, du hast auf jeden Fall noch einen gut bei mir. Bei uns. Schon recht. Sie lächelt mühsam. Die Polizisten gehen. Sag's nicht bei uns. Vor der Zoohandlung schließt Brunner die Ausgangstür ab und geht zum grauen Kombi. Brunners dunkle Haare sind kurz geschnitten. Er hat einen 3-Tage-Bart. Zur weiten Jeans trägt er einen blauen Kapuzenpulli, darüber eine Lederjacke. Er steigt ins Auto. Der Streifenwagen steht in der Nähe. Der Kombi fährt davon. Der Streifenwagen folgt ihm. Der graue Wagen fährt an Wohnhäusern vorbei. Dicht hinter ihm das Polizeiauto. Die Sonne scheint. Bei Gelb fährt der Kombi über eine Fußgängerampel. Der Streifenwagen bremst. Was machst du? Ja, Ruth. Ja, spinnst du mir so einen Einsatz? Ja, da sind doch auch Kinder unterwegs. Hansi, da ist kein einziges Kind. Doch, siehst du's? Sogar mit Hase. Jetzt fahr. Sie preschen über die rote Ampel. Mutter und Tochter mit dem Kaninchen auf dem Arm gehen den Bürgersteig entlang. Im Streifenwagen. Und jetzt? Vor ihnen hohe Wohnhäuser. Ja, links, rechts. Was machst du nie? Fahr geradeaus. Brunners Kombi rast vor ihnen vorbei. Ja, schlau. Der Streifenwagen nimmt die Verfolgung wieder auf. Im Wald auf dem holprigen Feldweg stoppt er und stellt sich quer. In der Nähe steht der Kombi vor dem großen Holzhaus. Brunner verlässt den Wagen und geht zum Vordereingang. Die Beamten steigen aus. Drinnen. Eine Königspython schlängelt sich in einem Terrarium. Überall im großen, schummrigen Raum stehen weitere Terrarien mit Reptilien. Brunner zieht sich einen Schutzhandschuh an und will damit einen Glaskäfig mit einer Echse öffnen. Rentiert sich, wenn man die ganzen Viecher am Schwarzmarkt verkauft, oder? Ja, macht aber auch einen Haufen Arbeit. Von allein schmuggelt sich das alles nicht. Sie von den Einnahmen von der Zuhandlung, da kann ja kein Mensch leben. Ihr Bruder schon? Jetzt nicht mehr. Ich habe das hier mit meinem Bruder zusammen aufgezogen, damit das klar ist. Und ich habe ihn nicht umgebracht. Ihr Bruder war ein Tierfreund, der bei sowas nie mitgemacht. Aha. Gärtnerisch sind Sie aber auch recht engagiert, oder? Er hebt einen grünen Klappspaten auf. Hansi, ich glaube, das ist die Mordwaffe. Du meinst, was ich gemeint habe? Ja, du meinst. Sie haben doch gewusst, dass Ihr Bruder jeden Mittwoch das Viech schwimmen lässt. Ja, ist er nicht draufgekommen? Mit der Schmuggelei. Freile, draufgekommen ist er ja noch. Ah, nein, Platz ist er mir direkt in der Lieferung. Der Depp. Und dann ist er ausgeflippt. Ja, ausgeflippt ist er, ganz genau. Anzeigen wollte er mich, den eigenen Bruder. Ja, dann lieber gleich erschlagen, den eigenen Bruder. Das ist ja schlimmer, wie wenn keiner Nabel. Er packt Brunner am Arm. Ja, weil das auch Brüder sind. So, die Max und Moritz oder die Kessler-Zwillinge. Sie. Sonny und Cher, Vater und Pater von. Jetzt hör doch mal auf da. Oh nein, vor der Klientel. Hubert und Staller verlassen die Zuhandlung. Staller hält ein graues Kaninchen auf dem Arm. Wenigstens ein paar Mäuse hättest du doch mitnehmen können. Die landen ja alle im Tierheim. Nein, nein, also mir tut der Horst, da tut mir jetzt schon leid. Warum? Ja, denke mal an den Wilfried. War da kein Käfig dabei? Okay. Sperr doch die Haustür zu. Spinnst du? Der scheißt da die ganze Wohnung voll. Wieso? Mit dem Staubsauger, da ist ja das gleich wieder weg. Ungläubig sieht Hubert zu ihm hoch. Das war Hubert und Staller. Das Seeungeheuer von 2013. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Karin C. Tietze als Sabrina. Drehbuch Antje Bär, Regie Werner Siebert. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Heide Völz. Redaktion Elmar Dosch und Bernd Benecke. Tonmischung David Rädler. Sprecher Florian Schwarz.